Halli Bewohner, es ist Samstag, der 6. Juli 2024, 12.34 Uhr hier auf Isla Nuuk. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Und damit hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Jawohl, schauen wir mal, was hier los ist. Yoshino hat uns ein Geschenk geschickt. Und die Badesandalen können wir noch mitnehmen. KK Hop können wir mal noch drin lassen. Das nehmen wir später mit rein. So. Den können wir gleich mal eingraben. Hallo Max. Wir wollen heute, das müssen wir abgeben, wir wollen heute auf jeden Fall Zitrusschirm. Wir wollen heute auf jeden Fall unseren Job ausprobieren hier. Nasenschrecke, Mantidee, Unkraut. Muscheln. Oh, wow. Ja, das wollte ich nicht einpacken. Ein Vogelfalter. Haben wir, glaube ich, aber auch schon. Nicht tragen. So. Barschuft. Ich nenne sie aber Barschuft, wie bei Pokémon. Das ist ein Schuft, weil es uns immer die guten Fische ersetzt. Obwohl wir eigentlich andere Fische haben wollen. Ja, den haben wir auch schon. Nicht das Gelbe vom Ei. Aber das ist schon okay, da haben wir nichts. Im Garten ist auch nichts. Da auch nichts. Sehr schön. Da ist auch nichts. Okay, ich wollte nur mit dir reden, mich nicht gleich hinsetzen. KK ist auch schon da. Oh, die Sandburg nehmen wir auch mit. Thank you.
Nice. Sieht gut aus. Ich finde, es nimmt langsam Formen an. Gut, der Strand hat die ganze Zeit eigentlich schon Formen angenommen, weil das unser genereller Strand ist hier irgendwie. Aber ich finde, es schaut richtig gut aus. Geld nicht abgegeben. Perfekt. Wenn man 1,1 Millionen auf dem Konto, lebt sich ein bisschen einfacher. Vor allem, wenn wir wirklich mal was kaufen wollen, ist jetzt kein Problem. Kann man ausgeben. Von dem Leuchtmoos eigentlich. Das ist jetzt kein Beinbruch.
Zikade. Da hinten ist gleich ein Grashüpfer. Ja. Ein Grashüpfer haben wir auch schon. Sie denn, die sahst du nicht von den. Hä? Das ist ein bisschen verwirrend. Braun sie aber den Zikaden. Bei den Zikaden müssten wir jetzt aber dann bald alle haben eigentlich. Das müssten waren 4 Zikadenarten, glaube ich. Und zwar 3 haben wir jetzt schon. Und dieses hellblaue ist, glaube ich, die letzte, die uns noch fehlt. Und dann vielleicht gibt es auch noch eine mehr. Abendriesen und Braunzikade. Du bist, glaube ich, eine Riesenzikade. Campingküche, die kommt nachher noch weg. Die haben wir schon. Hallo Fienchen. Okay, wir müssen eh zurück. So.
Wir sind schon wieder bei 15 Holz angekommen. Ja, nehme echt ein bisschen überhand die Zikaden hier. Also wortwörtlich überhand. Das lassen wir alles mal. Wie gesagt, der kommt noch irgendwann weg. Kann ich wahrscheinlich den Baum nicht dran pflanzen. Können wir es probieren.
So. Kurz. Platz. Und dann machen wir unsere Runde fertig. Und dann fliegen wir auf eine andere Insel. Und schauen wir, was uns da noch so erwartet. Ein Abenteuer heute. Naja, das Feld ist mir auch richtig gut gelungen. Das mag ich. So, genau. Dann haben wir nämlich noch hier eine komplette Reihe, die wir noch voll machen können. Oder? Ich finde schon. Bisschen mehr Platz zum Atmen. Hier ist auch wieder ein bisschen was frei. Da hinten sind schöne Blumen, hier sind schöne Blumen. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir noch irgendwo Müll herkriegen oder so.
So. Oh, wir haben was Neues. Jawohl, die Braunzikade. Heraus. Zikaden sind höchst grässliche Kreaturen. Nicht nur die Braunzikaden, alle Zikaden. Mit ihren sogenannten Tympanorganen erzeugen sie laute Klickgeräusche. Diese Rücksichtslosigkeit. Huh. Ja, nur die Männchen machen diesen Lärm. Doch die Weibchen halten es auch nicht für nötig, sie zu bremsen. Keinerlei Rücksichtsame, also wirklich. Na, in jedem Fall, alle herzlichen Dank für ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie Acht. Nee, danke. So. Braunzikade abgeliefert. Das können wir verkaufen. Und dann reisen wir mal zu Carlotta. Also Insektenfang ist aktuell wirklich kein Problem auf dieser Insel. Den brauchen wir nicht mehr, jawohl, den müssen wir außen rein. Zack, zack, zack. Ich will was verkaufen. $20,000 straight, genau, nice. So. Und nachdem wir Samstag haben, heißt es jetzt ab zu Carlotta. So. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Habe ich jemanden, der etwas Höhenluft braucht? Over. Roger, alles stark klar. Sehr schön. Ui. Bisschen Ferienfeeling hier. Hey Matze, lass doch mal hören. Bist du zum ersten Mal in dieser Ecke der Welt unterwegs? Hier gibt es einen Haufen kleiner Inselchen. Wunderhübsch und so. Tropisch, bunt und süß. Und beim Thema bunt und süß, Tropenobst gibt es dort natürlich auch zuhauf. Jedenfalls kann man dort also richtig das Fahrwerk ausfahren und den Urlaub genießen. Ach so, bist ja der Arbeit wegen unterwegs, nicht zum Urlauben. Pardon, Matze. Dann schau dir einfach den Monitor auch vor dir an und versuch wenigstens hier an Bord zu relaxen. Welcome to Animal Crossing, Happy Home Paradise. Hier spricht euer Kapitän, in Kürze erreichen wir unser Ziel. Bitte bereit machen zur Landung. Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob auch jeder sein Gurt angelegt hat.
gut festhalten, nicht umsonst wird hier die einzige Fluggesellschaft mit der Wasserlandungsgarantie. Neue Vögel. Hallo, willkommen! Du musst unser Neuzugang sein, von dem Carlotta erzählt hat, stimmt das? Stimmt. Na, ich bin froh, dass du auf dem Weg zu uns gefunden hast. Ich bin Bono und arbeite mit Carlotta zusammen. Alle warten sicher schon auf dich. Das Büro ist in der Nähe des Stegs, also gehen wir! Mhm. Das schaut schon sehr schön aus. Oh, ich will auch sowas auf der Insel. Kann man nicht benutzen, hätte ich gern eingesammelt. Okay. Oh, voll schön. Alles in Ordnung? Bist du nervös? Brauchst wirklich nicht zu sein. Geh einfach rein. Ah, willkommen. Ich hab dich schon erwartet, Matze. Und willkommen zurück, Bono. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bono, hast du ja bereits getroffen, deshalb will ich hier nochmal schnell den Rest des Teams vorstellen. Alle mal herhören, das hier ist Matze und er wird unsere Ferienhäuser einrichten. Wie schön, dass du uns künftig zur Hand gehst, Matze. Unser Bono hier freut sich schon sehr darauf, dich in alles einzuweisen. Kann's kaum erwarten. Willkommen im Team. Immer dran denken, wenn du irgendwas wissen willst, bin ich da, um zu helfen. Die Insel in dieser Gegend kenne ich in- und auswendig. Stimmt, Bono ist unser Experte, wenn es um die Gegebenheiten vor Ort geht. Er kann dich direkt zu jeder Insel bringen, die dich interessiert. Hach, so viel Lob. Ich versuche auch mehr über den Verkäufer und Immobilienbau zu erlernen, also frag mich ruhig. Kommen wir nun zu Sigma. Er beschäftigt Möbel und kümmert sich um alles, was damit zu tun hat. Er ist zum Beispiel für das Angebot an Möbeln und Souvenirs hier im Büro verantwortlich. Auch Mitarbeiter dürfen hier einkaufen, also sieh dich mal um. Vielleicht ist das was für dich. Vielleicht ist ja was, ist da was für dich dabei. Hallo. Gut, damit wären wir vollzählig. Zu viert werden wir tolle Dinge vollbringen. Ich glaube an unser Team. Jawohl, ein Hoch aufs Team. Sigma ist sehr ruhig. Und ich glaube, er ist ein Manatee, oder? Also dann, wieso bringst du nicht gleich mal deine Uniform an, Matze? Bei der Arbeit solltest du immer eine Uniform tragen, so steht es an unseren Richtlinien. Du findest sie im Spind in der Nähe des Spiegels in unserem Pausenraum im ersten Stock. Besagten Spiegel sowie den Schrank dort darfst du natürlich ebenfalls nach Lust und Laune verwenden. Lass uns wieder weiterreden, wenn du bereit bist. Machen wir uns mal fertig. Oh wow. Genau, passt.
gescheite Schuhe wären nicht schlecht. Na egal. Oh, du siehst richtig geschäftsmäßig aus, sitzt perfekt, fantastisch. Nun, da du also unsere offizielle Uniform trägst, lass es mich ganz offiziell sagen, willkommen bei der Ferienhausagentur. Oh, hatte ich etwas vergessen, dir unseren Namen zu sagen? Wir sind die Ferienhausagentur. Klingt so richtig professionell, oder? Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihren Traum von einem Ferienhaus wahrzumachen. Damit uns das gelingt, müssen wir genau verstehen, was ihre Vorstellungen sind. Ich weiß einfach, dass du genau der Richtige dafür bist, Matze. Gut, ich denke, am besten lernt man durch Ausprobieren, also solltest du gleich loslegen. Komm ruhig zu mir, wann immer ich dir helfen kann. Doch denk daran, ich muss hier im Büro bleiben. Aber das ist kein Grund zur Beunruhigung. Bono unterstützt dich beim Kundenkontakt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Also, keine Sorge, ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Du darfst mich sogar Boss nennen. Also, wenn du magst. Okay, oder ich nenne dich Boss. So, warum geht's auch? In Ordnung, jetzt fehlt uns nur noch die Kundschaft. Willkommen! Ach, was ist das doch für ein entzückendes kleines Büro. Ich hörte, dass man hier maßgeschneiderte Ferienhäuser in Auftrag geben kann. Das stimmt doch. In der Tat, da bist du hier genau richtig. Besprechen wir doch die Einzelheiten hier vorne am Schalter. Tatsächlich haben wir erst heute angefangen, Aufträge für Ferienhäuser anzunehmen. Welch glückliche Fügung. Nun, ich habe diese Insel schon oft besucht und verspürte jedes Mal ein angenehmes Gefühl der Gelöstheit. Die Atmosphäre hier sagt mir sehr zu. Weißt du, was ich meine? Daher denke ich, dass es ganz wundervoll wäre, meine eigene kleine Ferienoase zu besitzen. Es ist nur, ich habe nicht all die geringste Ahnung, wie ich in der Sache vorgehen sollte. Dafür sind wir ja da. Keine Sorge. Wir tun unser Möglichstes, um deine Träume wahr werden zu lassen. Besprich einfach deine Wünsche mit Matze und wir beginnen sofort mit der Arbeit. Also dann, setzen wir uns gleich an unserem neuen Besprechungstisch zusammen und legen los. Jetzt sitzen wir draußen, oder? Ja. Ah, die Brise hier ist wirklich entzückend. Ein vortrefflicher Ort, um mal über ein Ferienhaus zu sprechen. Beginnen wir also. Möchtest du erfahren, was mir vorschwebt? Ja, bitte. In allen Details. Lass bloß nichts aus. Hast du denn schon Ideen, wie du in dem Ferienhaus deine Zeit verbringen wirst? Ich kann an nichts anderes mehr denken und ich habe sehr genaue Vorstellungen. Hier sind Einrichtungsstücke, auf die ich keinesfalls verzichten kann. Mein ideales Ferienhaus sähe so aus. Okay. Mein kleiner Lesesaal. Das ist ein tolles Konzept. Unsere Kunden hat einen Traum. Bitte erfülle ihn, ihr Matze. Und was den Ort angeht? Nun, ich hatte ein Auge auf ganz bestimmte Insel hier in der Nähe geworfen, und zwar... Oh ja, diese Insel. Für die nächsten Schritte solltet ihr euch direkt dorthin begeben. Viel Glück mit diesem Auftrag. Bono wird euch zu der Insel bringen, die von den Kunden ausgewählt wurde. Sobald ihr dort seid, kannst du sofort anfangen, am Ferienhaus zu arbeiten. Viel Erfolg. Grün. Und da wären wir. Achtung, nicht stolpern. Hierbei handelt es sich also um ein neues Ferienhaus? Herrlich. Können wir einen Blick hineinwerfen? Na klar, gehen wir rein. Du liebe Güte, eine Lieferung, was könnte das nur sein? Oh, richtig, dabei handelt es sich um die Einrichtung, die du gewünscht hattest. Oh, das nenne ich Service. Ich habe die Bestellung gerade erst aufgegeben und da ist sie. Jetzt müssen wir nur noch einige Dinge vorbereiten, wenn du dich daher ein bisschen gedulden würdest. Also, Neuling, jetzt geht's los. Die große Show, kein Vertun. Jetzt wird's ernst. Wie du hier sehen kannst, wird die Einrichtung des Kunden schon vor deinem Eintreffen geliefert. Du holst die Sachen mit A aus der Kiste und dann ist es an dir, dass jedes Teil seinen Platz findet. Doch bevor wir an die Arbeit gehen, sollten wir besprechen, was es alles zu beachten gilt. Zuerst wechselst du mit in den Einrichtungsmodus.
In diesem Modus ist das Entwerfen von Räumen leicht wie ein Soufflé. Mit kannst du die Items sehen, die du verwenden kannst, also nimm das, was dem Kunden gefallen wird. Plane, probiere aus und gestalte hin und her, bis alles passt. Wenn du zufrieden bist, geh zum Kunden und sag ihm, dass der Auftrag erledigt wurde. Habe ich noch etwas vergessen? Nee, ich glaube, das war alles. Also dann, Frauke, ich mache uns jetzt ans Werk. Wir machen uns jetzt ans Werk, deinen Traum zu verwirklichen. Ausgezeichnet, meinen herzlichen Dank. Ich harre da mal gespannt auf gespannte Fertigstellung meines Ferienhauses, Matze. Ich bleibe in der Nähe, also lass uns wissen, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Was haben wir sonst noch hier? Tipps zur Einrichtungsauswahl? Ja! So, stopp. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel erstmal von Anfang gemacht. Thank you.
Schauen. Alles cool, aber nicht so cool. Das ist sehr cool. Nur dieselben Zeitschriften, das ist ja langweilig. Das wollen wir natürlich nicht.
Gut, die hängt eh schon in der Mitte, das ist doch nicht schlecht. So, was haben wir jetzt noch? Die sind drin. Luftbefeuchter, Duftspender, Duftlampe. Genau, so, was wir jetzt noch brauchen, ist die Wand. Ja, ich glaube, es sieht ganz in Ordnung aus, als erster Raum, würde ich sagen. Ja, bin echt ganz zufrieden mit dem Raum. Prima gemacht. Wenn du fertig bist, solltest du mit dem Kunden sprechen. Was gibt's zu beachten? Bevor du in die Arbeit gehst, solltest du... Okay. Das ist einfach die Einführung nochmal. Alles klar. Ah, ich fällt gerade auf. Jetzt. Wie ist es um den Fortschritt beim Ferienhausbau bestellt? Steht es vielleicht gar zum Einzug bereit? Es ist fertig. Dein Werk gelang. Ich bin dir zu größter Dankbarkeit verpflichtet. Nice. Hat Spaß gemacht. Frauke, mein kleiner Lesesaal.
Oh, es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nein, besser noch. Meine Entscheidung für ein Ferienhaus reut mich keinesfalls. Matze, ich danke dir von Herzen. Sieh mal eine an, dein erster Auftrag war direkt ein voller Erfolg. Ich kann es kaum erwarten, Carlotta zu erzählen, wie hervorragend alles gelaufen ist. Willkommen zurück. Also, wie war dein erster Auftrag? Erzähl mir alles, Matze. Mach dir keine Gedanken, das geht ebenso am ersten Tag. Als ich hier angefangen habe, war ich so nervös, dass ich mich kaum konzentrieren konnte. Die Kundin war begeistert. Ich bin richtig beeindruckt, wie professionell Matze das gehandhabt hat. Das ist ja toll. Je mehr glückliche Kunden wir haben, umso mehr wird auch unser Geschäft wachsen. Wir können es noch weit bringen. Ich bin ja so froh, dass wir dich in unserem Team haben. Und danke für all deine Hilfe, Bono. Bei dir ist unser Neuzugang in den besten Händen. Ach, das gehört auch alles dazu. Aber danke für das Kompliment. Gut, ich gehe jetzt zum Steg zurück. Ich bin schon ganz gespannt auf unseren nächsten Kunden. Bist du bereit für mehr, Matze? Oh, eine letzte Sache noch. Hier, das ist für dich, Matze. Du dachtest doch nicht, dass du umsonst arbeitest, oder? Das hier hast du verdient. 6000 Poki. Poki? Oh, das hätte ich noch erwähnen sollen, denn es ist wichtig. Auf unseren Inseln verwenden wir Poki anstelle von Sternis als Währung. Zurück auf Isla Nook kannst du keine Poki ausgeben und hier keine Sternis. Unser Angebot ist derzeit noch recht begrenzt, aber du findest hier sicher irgendwas, das dir gefällt. Danke noch einmal für deine gute Arbeit. Sprich mich an, wenn du bereit für den nächsten Auftrag bist. Nice. Ich hätte gern den hier. Nehme ich. Genau, passt. Perfekt. Na gut, dann geht's wieder zurück nach Hause. Und dann machen wir hier irgendwann anders mal weiter. Ganz einfach. Okay. Hallo, Bruce? Oswald? Ah, wenn ich erstmal ein Ferienhaus habe, werde ich im Luxus leben, Röhr. Dieses Inselchen ist das perfekte Ferienziel für einen Popstar wie mich, der direkt vom Durchbruch steht. Ich frage mich echt, ob die Laune, die hier ein Ferienhäuschen haben, auch alle voll die Promis sind. In der Umgebung gibt es viele kleine Inseln, betrüblicherweise wurden sie niemals wirklich benannt. Alles klar, Marina. Die Maus, die sieht halt echt so aus, als würde sie so sprechen. Bono! So, Udo, bitte nach Hause. Korrekt. Sehr schön. Ab nach Hause. Lange Folge heute. Es hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, das werden wir fürs Wochenende, werden wir uns das behalten, dass wir am Wochenende so einen Urlaubstag machen praktisch. Urlaubstag in Anführungszeichen, wo wir arbeiten gehen. Aber wir kriegen coole Pflanzen raus dafür. Das ist schon mal sehr chillig. Mit dem Schirm-Liegestuhl-Set können wir nicht einen neuen Strandabschnitt aufmachen. So. Jawohl. So, dann. Doof, wir haben keine freie Ecke mehr für die.
Haben wir hier irgendwo noch zufällig eine freie Ecke? Funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Na, Max. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, dass du mir jetzt den Blick aufs Fenster verderbst, gell? So, jetzt so. Genau, so. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns dann noch. Stopp, jetzt haben wir schon im Liegestuhl-Set hier noch. Zack, auspacken. Ins Lager. Mal gut schauen. Im Lager, ob wir die schon doppelt haben. Nee, ja, Rockabilly haben wir schon doppelt. Set. Set. Aber okay, gut. Damit danke ich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.